Unsere Augen sind tolle Wahrnehmungsorgane. Mit ihnen finden wir uns zurecht und erkennen unseren Weg. Mit ihnen können wir schöne Sachen erkennen. Ja, und sogar lachen können unsere Augen. Aber dennoch können wir nicht alles mit ihnen sehen. Um Unsichtbares sichtbar zu machen, dafür gibt es verschiedene Verfahren. Eine neue Wunderwaffe scheint die Terahertz-Strahlung zu sein. Lange Zeit führte sie ein Schattendasein, denn ihre gezielte Erzeugung und Detektion ist sehr aufwendig. Inzwischen aber haben Forscher aus Cambridge bildgebende Scanner entwickelt, die das breit gefächerte Potenzial der Anwendungen von Terahertz-Strahlung voll ausschöpfen. Plastiksprengstoff. Für einen gängigen Sicherheitscheck bleibt dieses Material unsichtbar. Denn hier wird mit Metalldetektoren gearbeitet. Eine neue Technik verspricht nun mehr Sicherheit. Terahertzstrahlen. Für einen mobilen Terahertz-Lesestift ist Plastiksprengstoff kein Problem. Auf dem Monitor wird das gefährliche Material eindeutig identifiziert. Denn die Terahertzstrahlen versetzen die Moleküle einer Substanz in eine ganz bestimmte Schwingung. Wir arbeiten seit 2 Jahren an der Anwendung von Terahertzwellen für die Flugsicherheit. Terahertzstrahlen dringen durch die Kleidung und machen versteckte Gegenstände sichtbar, wie zum Beispiel Plastiksprengstoff. Unsere Scanner erzeugen ein 3D-Bild, so wie hier die Kleidungsschichten und den Sprengstoff darunter. Die chemische Signatur sagt uns dann, ob das Objekt aus Plastik, Metall oder Sprengstoff besteht. Das ist ein wirklich sehr wichtiges neues Verfahren für die Flugsicherheit. Selbst eine im Schuh versteckte Keramikklinge entlarven die sogenannten T-Strahlen, die durch Leder und Sohle dringen. Außerdem können sie Briefbomben enttarnen oder sogar Landminen aufspüren. Terahertzstrahlung ist das unbekannte Bindeglied zwischen Elektronik und Optik, angesiedelt zwischen wärmenden Mikrowellen und sichtbarem Infrarot. In dieser Frequenz schwingen die Moleküle 1 Million mal 1 Million pro Sekunde, unverwechselbar für jede Substanz. Die neu entwickelten Terapulse-Imaging-Geräte, kurz TPI, erzeugen spezifische Bilder für jedes Material. Physiker und Mediziner der Cambridge University halten die Tera-Forschung für so vielversprechend, dass sie das Unternehmen TeraView gründeten. Hier konstruierten die Forscher in aufwendigen Versuchsanordnungen das komplizierte Innenleben einer TPI-Maschine. Der schnelle Laserpuls erzeugt bei Quelle und Detektor Terahertzstrahlen. Diese werden dann über Spiegel auf das Untersuchungsobjekt reflektiert. Zurück in der Maschine produzieren sie dann ein genaues Oberflächenbild des Objekts. Neben dem Sicherheitsbereich profitiert die Medizin von der Tera-Forschung. Beispiel Hautkrebs. Die T-Strahlen kontrastieren das befallene Gewebe deutlich vom gesunden. Und das noch bevor der Krebs mit bloßem Auge auf der Haut zu erkennen wäre. Auf dem Monitor ist die Tiefenaufnahme einer abnormen Stelle deutlich zu sehen. Kurz vor der Zulassung stehen die klinischen Studien von Dr. Vincent Wallace. Bald werden Terastrahlen ein Diagnoseverfahren wie Röntgen oder Ultraschall sein, hoffen die Wissenschaftler. So kann man Hautkarzinome ohne vorherige Gewebeentnahme erkennen. Terahertz ist ein aufregendes neues Verfahren. Wir können damit Tumore erkennen und das im Gegensatz zum Röntgen völlig ungefährlich. Die menschlichen Zellen werden nicht beschädigt. T-Strahlen reagieren sehr empfindlich auf Wasser, sodass sie die Tumorzellen, die einen höheren Wassergehalt besitzen als gesunde, im Bild deutlich hervorheben. Da wir die Grenzen eines Tumors erkennen, können wir ihn im Frühstadium gleich auf einmal komplett entfernen. Beispiel Zahnmedizin. Vorstufen von Karies selbst im Zahninneren können so ohne Aufbohren diagnostiziert werden. Kariöse Stellen, hier rosa dargestellt, enthalten weniger Mineralien und absorbieren die T-Strahlen stärker. Einziger Haken, der T-Scanner. Bislang sind Terahertz-Scanner sehr groß. Wir wollen sie kleiner und kostengünstiger machen, indem wir neue Techniken wie Photomixing und spezielle Laser nutzen. Etwa in einem Jahr ist geplant, die Terahertz-Technik an europäischen Flughäfen und in Arztpraxen einzusetzen. Es gibt immer wieder interessante Fragen, die man sich stellen kann. Eine, die ich schön fand, war die eines Buchautors, der fragte: Was denkt der Hund?